Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nachdem die israelische Armee versehentlich drei von der Terrororganisation Hamas entführte Geiseln erschossen hat, spricht das Militär von einem tragischen Vorfall. Dieser habe sich in einem Gebiet ereignet, der eine aktive Kampfzone sei, erklärte ein Sprecher. Israelische Soldaten seien dort bereits in Hinterhalte gelockt worden. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge habe das Vorgehen der Soldaten dennoch gegen Einsatzregeln verstoßen. Sie waren schon fast in Sicherheit und sind nun doch tot. Das Schicksal dieser drei jungen Männer erschüttert Israel. Gestern wurden sie in einem Viertel von Gaza-Stadt versehentlich von israelischen Soldaten erschossen, die sie für Terroristen hielten. Wie die Armee mitteilte, tauchten die drei mit nacktem Oberkörper und einer Art weißer Fahne vor den Soldaten auf. Einer der Infanteristen fühlte sich dennoch bedroht und schoss. Die Armee und ich als ihr Befehlshaber sind verantwortlich für das, was geschah, und tun alles, was möglich ist, um eine Wiederholung in den laufenden Gefechten zu verhindern. Die Kämpfe schaffen uns die Möglichkeiten, um alle Geiseln zurückzubekommen. Das sehen hier auf dem mittlerweile sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv viele anders. Die Angehörigen der noch verbliebenen Entführten verlangten auf einer Kundgebung, dass ihre Regierung wieder verhandelt. Legt uns einen Plan vor, wie ihr sie jetzt alle zurückbringen wollt. Nutzt die Hilfe anderer Staaten. Ich flehe euch an. Ihr habt uns versprochen, die Geiseln lebend zurückzubringen. Worauf wartet ihr? Bringt sie heim. Jetzt. Medienberichten zufolge gab es ein Treffen zwischen dem Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad und dem Regierungschef von Katar, mit dem möglichen Ziel, die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen. Katar bietet hier weiter Vermittlungen an. Im Gazastreifen dauern die heftigen Kämpfe an. Diese Bilder der israelischen Armee sollen zeigen, wie die Soldaten aus einem Tunnel heraus beschossen werden, in den sie dann eine Granate werfen. Um die Lage der notleidenden Zivilbevölkerung zu verbessern, soll die Zahl der Hilfslieferungen erhöht werden. Israel hat die Öffnung eines Grenzübergangs für Waren angekündigt. Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos läuft bereits morgen aus. Ursprünglich sollte sie erst in etwa einem Jahr enden. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte nun mit, nach Ablauf des morgigen Tages könnten keine weiteren Anträge für den sogenannten Umweltbonus gestellt werden. Grund für das vorzeitige Aus sei das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Der Umweltbonus wird aus dem davon betroffenen Klima- und Transformationsfonds finanziert. Die Kritik an der geplanten Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel wächst. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher warf der Bundesregierung vor, den so wörtlich letzten Funken Vertrauen der Landwirtschaft zu verspielen. Auch innerhalb der Bundesregierung gibt es Kritik. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir warnte vor einem Höfesterben ungeahnten Ausmaßes. Der Bauernverband hat für Montag zu einer Großdemonstration in Berlin aufgerufen. Bereits am Wochenende protestierten Landwirte in vielen Teilen Deutschlands. Stau auf der A1 in Niedersachsen gestern Abend. Wütende Bauern protestieren dagegen, dass die Bundesregierung die Förderung für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft streichen will. Wir gehen davon aus, dass dies zu höheren Lebensmittelpreisen führt, aber insbesondere zu einer Verlagerung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten ins Ausland. Diese von der FDP und Bundesfinanzminister Lindner vorgeschlagene Steuererhöhung von 1 Milliarde Euro ist nicht hinnehmbar. Die geplanten Streichungen sind Teil einer Einigung, die die Koalition am Mittwoch nach tagelangen Verhandlungen präsentiert hatte, um nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Milliardenlöcher zu stopfen. Doch bei den Kürzungen für die Landwirtschaft zeigt sich der Finanzminister nun bereit, die Vereinbarung wieder aufzuschnüren. Ich bin kein Freund der Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe. Deshalb werden wir miteinander in Regierung und Koalition sprechen müssen. Ich bin für Alternativen offen. Direkt nach der Einigung am Mittwoch hatte es bereits Warnungen vom grünen Landwirtschaftsminister gegeben. Ich habe aber immer auch gesagt, dass die Agrardieselbeihilfe als auch die Kfz-Steuerbefreiung für unsere Land- und Forstwirtschaft
notwendig ist. Und wenn beides zusammen wegfällt, dann kriegt man ein Problem, was das Thema Wettbewerbsfähigkeit angeht. So nun auch die Opposition. Unsere Befürchtung ist, dass die Produktion sich nicht mehr rentiert. Landwirte werden aufgeben. Sie sehen keine Perspektive mehr, auch die Höfe in die nächste Generation zu geben. Der Protest der Landwirte wird am Montag in eine neue Runde gehen. Der Deutsche Bauernverband ruft zur Großdemo am Brandenburger Tor in Berlin auf. Traktoren sind herzlich willkommen. Im niedersächsischen Stade ist ein neues LNG-Terminal fertiggestellt worden. Der Anleger für Tanker mit Flüssigerdgas soll Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen. Bei der Übergabe an die künftigen Nutzer betonte der Wirtschaftsminister Niedersachsens Lies, dass man so bundesweit eine sichere Energieversorgung liefere. Über schwimmende Terminals wie dieses erhält Deutschland Flüssigerdgas, welches teilweise das fehlende Erdgas aus Russland ersetzen soll. Umweltverbände warnen hingegen vor neuen fossilen Abhängigkeiten. In der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Im kommenden Jahr erhalten die Beschäftigten demnach insgesamt 3.000 Euro als Inflationsausgleich. Zum Januar 2025 werden dann die Löhne und Gehälter um 5,5% angehoben. Vereinbart wurden auch Möglichkeiten zur Arbeitszeitverkürzung. Dafür soll es teilweise einen Lohnausgleich geben. Der Tarifvertrag für die etwa 68.000 Beschäftigten hat eine Laufzeit von 22 Monaten. Er gilt als Pilotabschluss für die gesamte Branche. In Hessen haben CDU und SPD dem neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag gebilligt. Während es beim kleinen CDU-Parteitag in Frankfurt am Main lediglich eine Nein-Stimme gab, stimmten beim außerordentlichen SPD-Parteitag in Groß-Umstadt nur rund 80% der Delegierten zu. Die Jusos in Hessen hatten dazu aufgerufen, den Vertrag abzulehnen. Kritik gibt es vor allem an der deutlich strengeren Asyl- und Abschiebepolitik im Koalitionsvertrag. Erstmals ist im Vatikan ein Kardinal zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Angelo Becciu soll wegen Betrugs und Veruntreuung für 5,5 Jahre ins Gefängnis. In dem vorangegangenen mehrjährigen Strafprozess ging es unter anderem um einen Immobiliendeal, der dreistellige Millionenverluste für den Vatikan nach sich zog. Angeklagt waren auch 9 weitere Personen, unter anderem wegen Korruption, Geldwäsche und Amtsmissbrauch. Nur ein Angeklagter wurde vollständig freigesprochen. Gespannt warten im Pressezentrum des Vatikans Medienvertreter aus aller Welt auf die Urteilsverkündung. Denn hier passiert etwas noch nie Dagewesenes. Erstmals steht mit Angelo Becciu ein Kardinal im Vatikan vor Gericht. Bisher wurden Kardinäle direkt vom Papst verurteilt, als Souverän des Heiligen Stuhls. Becciu, ehemals Abteilungsleiter im Staatssekretariat und 9 Mitangeklagten, wird vorgeworfen, ein Millionenvermögen des Vatikans bei einem fragwürdigen Immobiliendeal in London verzockt zu haben. Und weitere dubiose Geldtransfers. Der Vatikan verlor dabei mindestens 150 Millionen Euro. Für das komplexe Verfahren holte Papst Franziskus einen erfahrenen Richter und Mafiajäger an das vatikanische Strafgericht, Giuseppe Pignatone. Und der verkündet nach 86 Prozesstagen das Urteil. Becciu Giovanni Angelo wird zu 5,5 Jahren Haft verurteilt und einer Geldstrafe von 8.000 Euro sowie das Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden. Weitere Angeklagte werden zu Haftstrafen und Geldbußen verurteilt, darunter mehrere Finanzberater und eine Freundin des Kardinals. Sie soll bis zu 500.000 Euro veruntreut haben. Becciu's Anwälte kündigten Berufung an. Viele Beobachter sprechen aber bereits jetzt von einem historischen Verfahren. Für mich ist das Interessanteste, dass dieser Prozess der Prozess gegen eine Kultur ist, eine Arbeitsweise, interne Abläufe im Vatikan, die bis jetzt im Verborgenen stattfanden. Das heutige Urteil stellt einen Kulturwandel im Selbstverständnis des Vatikans dar. Der frühere Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Trump, Rudy Giuliani, ist wegen Verleumdung zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. In Washington sprach ein Geschworenengericht 2 ehemaligen Wahlhelferinnen Schadensersatz in Höhe von 148 Millionen Dollar zu.
Giuliani hatte ihnen nach der Präsidentenwahl 2020 fälschlicherweise Betrug bei der Stimmauszählung vorgeworfen. Die Frauen berichteten, Trump-Anhänger hätten sie daraufhin massiv bedroht und beleidigt. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen weiteren Dämpfer im Kampf um die vorderen Tabellenplätze hinnehmen müssen. Der Vizemeister kam beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Für Edin Terzic ist das kein befriedigendes Ergebnis. 6 Punkte aus 2 Spielen wollte er holen bis zur Winterpause. Daraus wird nun nichts mehr. Augsburg geht nach 23 Minuten in Führung, als Demirovic sich gegen Schlotterbeck durchsetzt und Kobel keine Chance lässt. 8. Saisontreffer des Kapitäns. Der Zweikampf regelkonform, auch nach einer Überprüfung wurde das Tor gegeben. Die Partie temporeich mit vielen Torchancen für beide Mannschaften. Der Ausgleich des BVB noch vor der Pause, malend starke Kombination mit Füllkrug, das 1:1, 35. Minute. Dortmund mit mehr Ballbesitz, aber die Augsburger hielten mutig dagegen, so wie es Trainer Jes Torup vorgegeben hat. Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich ein teils wildes Spiel. Dortmund vergibt mehrere hochkarätige Gelegenheiten, genau wie der FC Augsburg auf der anderen Seite. Am Ende fallen nach insgesamt 43 Torschüssen nur 2 Treffer. Und es bleibt beim 1:1, was für Dortmund zu wenig ist. Bochums Trainer Letsch und sein VfL haben 3 wichtige Punkte eingefahren. Gegen den Abstiegskonkurrenten Union Berlin zünden die blauen Bochumer ein offensives Feuerwerk. Erste Chance, Paciencia. Kurios, Takuma Asano ist erst einen der Schokotaler, die die Fans aus Protest gegen die DFL auf den Platz werfen. Und kurz vor der Pause trifft der Japaner dann zum 1:0 für den VfL. Asano schneller im Kopf und auf den Beinen als alle Berliner. Und auch in der zweiten Hälfte ist Bochum deutlich direkter unterwegs. Asano, Antwi, Ajay auf Paciencia, das 2:0, 4 Stationen, 1 Tor. Dann das Foul von Leit an Bero, nach Videobeweis 11 Meter für Bochum, Stöger, das 3:0. Tolle Vorstellung des VfL mit großem Dank an Takuma Asano. Und hier die weiteren Ergebnisse: Mainz-Heidenheim 0:1, Darmstadt-Wolfsburg 0:1. Im Spiel Leipzig gegen Hoffenheim steht es kurz vor Schluss 3:1. Gestern trennten sich Mönchengladbach und Bremen 2:2. Morgen finden noch 3 Partien statt. Freiburg empfängt Köln, Leverkusen trifft auf Frankfurt und München hat Stuttgart zu Gast. Die Tabelle: Leverkusen auf Platz 1, dahinter München, Stuttgart und Leipzig. Dortmund ist 5. mit 10 Punkten Rückstand zur Tabellenspitze. Wolfsburg jetzt auf Platz 9. Augsburg rutscht ab auf Platz 10. Heidenheim ist 12. vor Bochum und in der Abstiegszone Union Berlin, Mainz und Darmstadt. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist es beim Spiel Paderborn gegen Hansa Rostock gestern zu schweren Ausschreitungen gekommen. Rostock-Anhänger zündeten Pyrotechnik. Die Partie musste 2-mal unterbrochen werden. Außerdem kam es zu Randale rund um das Stadion und zu Angriffen auf Polizisten. Mehrere Beamte und Fans wurden dabei verletzt. Auslöser der Proteste war offenbar eine Entscheidung der Deutschen Fußballliga. Sie will Verhandlungen über den Einstieg eines Investors in die DFL aufnehmen. Beim Skisprung-Weltcup in Engelberg in der Schweiz hat Pius Paschke gewonnen. Mit 33 Jahren ist er der älteste Springer, der einen Weltcup zum ersten Mal gewann. Eine Premiere für Skispringer Pius Paschke. Der 33-Jährige feiert in Engelberg, Schweiz, seinen ersten Weltcupsieg. Im Finale gelingt dem Bayern ein Sprung auf 135 Meter. Von Rang 6 verbessert er sich auf Rang 1. So ein Sieg macht auch einen Routinier sprachlos. Ich muss es klar erstmal noch verarbeiten und dann klar gewonnen. Aber dann ja, ist dann alles ein bisschen viel. Ja, Wahnsinn. Spätstarter Paschke vor dem Norweger Lindvik und Kraft Österreich. Die Lottozahlen: 2, 7, 12, 22, 31, 48, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 17. Dezember. Im Süden und in der Mitte bleibt das Wetter hochdruckgeprägt. Den Norden erreichen weiter Tiefausläufer. Heute Nacht breiten sich in der Südhälfte in den Niederungen wieder Nebel und Hochnebel aus. Nach Norden hin bleibt es wolkenverhangen und windig mit Nieselregen. Auch morgen. Sonst wird es teils neblig trüb, teils sonnig. Am meisten Sonne gibt es in den Hochlagen und an den Alpen. In der Nacht im Rheinland noch 9, in den Alpentälern Abkühlung bis auf minus 8 Grad. Morgen im Norden 9 bis 11, im Süden je nach Höhenlage und Sonnenschein 1 bis 12 Grad. Am Montag oft sonnig, teilweise aber auch trüb, ganz im Norden noch Wolken verhangen. Am Dienstag vom Norden bis in die Mitte aufkommender Regen, der am Mittwoch auch den Süden erreicht. Dann fällt im Bergland teilweise Schnee. Die Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Jesse Wellmer zeigen, wie erschüttert Israel nach der versehentlichen Tötung dreier Geiseln ist. Und es geht um das historische Urteil im Vatikan gegen einen ranghohen Kardinal. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.